Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Rise of the Ronin. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir türmen hier direkt rein. Wir haben hier so einen Ort, so einen neuen. Oh, was? Warum ist das denn da unten alles getauscht jetzt? Gut, mit Glück haben wir es dann noch geschafft, ihn mitzuerledigen. Da hinten sitzt ebenfalls ein Samurai. Ich hoffe, den können wir irgendwie... Hilfe. Kann mir jemand helfen, bitte? Der beschützt ihn hier bestimmt. Wenn wir uns anschleichen, können wir ihn vielleicht von hinten abstechen. Alter. Stimmt mit ihm denn nicht, Alter? Öffentliche Ordnung hergestellt. Shiba. Bumm. Da unten sind Fotoobjekte. Hier sind auch Fotoobjekte. Neuer Ort entdeckt. Hier haben wir wieder zwei Monster. Flüchtlinge meine ich, Monster. Flüchtlinge meine ich. Da wollen wir hin. Falls ihr so im Hintergrund immer so ein bisschen jaulen hört, das ist mein Hund. Der ist, wird nächsten Monat ein Jahr und er hat jetzt gerade seine Männlichkeit entdeckt. Wir haben nämlich noch ein Weibchen. Nur so am Rande. Wir haben noch ein Weibchen und die hat gerade Hitze. Also, im Klartext, wenn ich weiß, was Hitze ist, das heißt, das, was die Frauen einmal im Monat bekommen. Sie ist halt heiß, blutet und er hat zuerst noch gar nicht gecheckt, was los ist. Hat immer nur so versucht, da rumzulecken, so seinen Trieb mit seinen Zähnen. So. Aber keine Anstalten gemacht. Aber jetzt, seit heute, genau seit heute, und nicht mal den ganzen Tag, sondern erst am Abend, hat er angefangen, dass er plötzlich, ja, sie aufbocken will. Jetzt ist er ein Mann geworden, plötzlich. Und da braucht jemand Hilfe. Wie konnte das nur passieren? Bitte, kann mir jemand helfen? Na klar, hier kommt ein Retter in der Not. Mir ist etwas sehr Kostbares ins Wasser gefallen. Aber ich kann nicht schwimmen. Würdest du es bitte für mich wieder beschaffen? Natürlich. Leist du mir dein Bikini? Verarscht die mich? Wo denn?
So. Importiertes Bier? Das? Du hast es gefunden. Oh, vielen Dank. Hier, das möchte ich dir geben. Danke. Jetzt steht mein Hund hier oben neben mir. Ich wünschte, ihr könntet es sehen. Er kann vor Geilheit nicht mehr. Ich muss ihn gleich mal sexy Sportclip anmachen. Gibt's das überhaupt noch? Boom. Erledigt. So. Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir da was reißen können. Bei den 24ern. So ist das wieder normal. Hab mich eben schon gewundert, weil es da so krass verstellt war da unten. Da braucht schon wieder jemand Hilfe. Sind wir mal anständig und gehen mal gucken. Geh weg! Jemand muss mir helfen! Oh Gott. Mann. So. Danke. Es ist zwar nicht viel, aber bitte nimm das. Ah, das musst du gar nicht. Jetzt alles gut. Da haben wir zwei Schätze gleich. Das wird ja dann dieses Dorf da sein wahrscheinlich. So. Ta-da-da-di-da-da-da-da. Ich hoffe, wir können darüber fliegen. Boah, hängt ein Töter. Oh, den haben sie gekreuzigt. Was ist denn da los?
Wie viele sind? Oh, hier sind noch einige. Hilf mir doch mal! Mach ich. So. Danke. Er sieht einfach aus wie wir. Hä? Zwillinge. Umherziehender Schwertkämpfer. Mein Hund steht hier schon wieder. Nein. Okay, vielleicht kann man den von hinten attackieren hier. So. Du gehörst gar nicht zu mir. Ich dachte, das war der Samurai, den wir befreit haben. Wo ist denn der, den wir befreit haben? Ist er tot? Wo ist der? Dann haben wir den auch. Oh, ich glaube, der ist wirklich draufgegangen. Ach nee, da sitzt er. Schön. Wir haben hier zwei Schätze und eine abgeschlossene Tür, oder wie sehe ich das? So, ich glaube, ein Schatz ist hier. Bumm. Maske des roten Dämons.
Hä? Das kann doch nur noch da drüben sein. So. Brustpanzer. Oh, hier. Shinobi-Gewand. Traumhaft. Maske des roten Dämons. Hier haben wir wieder was. Luftangriff. Dass du Gegnern entkommst. Verbesserte Leistung. Erhöht die Geschwindigkeit von Gewehrschüssen sowie den Schaden gegen weit entfernte Gegner. Erhöht die Anzahl an aufgefüllten Gewehrkugeln, wenn automatisch auf und aktiviert ist. Ausweichen Schuss. Gut, dann nehmen wir hier weiter. Stellt eine erhebliche Menge an Ki wieder her, nachdem du erfolgreich einen gegnerischen Angriff von einem Konterfunken pariert hast, während du einen effektiven Kampfstil gegen Gegner benutzt. Je niedriger deine Gesundheit ist, Schaden plus 12%, das können wir auch mal nehmen. Nehmen wir den hier noch. Und den hier noch. Wo geht's weiter? Da. Und dann gibt's in der Umgebung schon fast nichts mehr für uns. Wobei fast noch untertrieben ist. Da kommen wir hoch. So. Ja, ich weiß, da haben wir ein Kätzchen. Aber das ist mir erst einmal Wurst. So, hier haben wir wieder Lehrstunde im Fliegen. Hier kannst du das Gleiten üben. Möchtest du es mal versuchen? Na klar. Gut, ich bereite alles vor. Prima. Dreitausendneunhundert Punkte. Brauchen wir. Der bewegt sich.
geschafft. Also er freut sich auf jeden Fall. Oh, 7200, schön. Experte. Einfach umwerfend, als wärst du ein Vogel. Kikriki. So, hier haben wir noch ein Gebet, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Hier möchte er jetzt noch was von uns. Das heißt, wir können hier in diesem Gebiet aber auch noch ein paar Sachen wegmachen. Einmal reisen wir jetzt hier rüber. Und holen uns den nächsten Flüchtigen. Oh, das ist ein Dicker. Dir reicht es mir langsam auch da oben. So. Einer ist hier noch irgendwo. Da, ich sehe ihn. Oh, ganz unauffällig in die Kiste gelaufen. Weg mit dir. Sensoku. Der Ort hier auch wieder relativ frei. Die zwei Schüler. Was haben wir hier? Begeht dich zum. Achso, zum Freudenviertel. Ich würde eigentlich ganz gerne den hier vorher machen. Und den hier. Warte. Haben wir wenigstens ein paar Minütchen gespart. Oder Sekündchen. Ja, ich weiß, wir könnten das Pferd nehmen, aber ich laufe lieber. Gardenienfrucht. Hier ist das Land noch richtig unberührt, ne? Was ist denn hier? Ach du Scheiße. Oh!
Hallo. Der ist vom Level auf jeden Fall hoch. Gottes Willen. Des Dämons. Hier. 270. Na gut. Jetzt sehen wir sehen wir wirklich aus wie ein Dämon. Haben wir nicht auch ein Schwert gekriegt? Ja, guck mal hier. 289er. Hui. Gibt's hier noch was? Hat hier einfach gewohnt, Alter, zwischen den ganzen Toten. Und darauf gewartet, dass hier irgendjemand mal runterlungert. Ah, herrlich. So, da schaffe ich es wahrscheinlich nicht rüber, oder? Ich dachte gerade, wir kommen nur mit diesem Dings dahin. Hier, da ist doch so ein Teil, da. So. Oh, da ganz oben haben wir noch einen Schatz, aber da waren wir auch noch gar nicht. Da waren wir auch noch nicht. Auch noch eine verschlossene Tür, da müssen wir auch noch hin. Hier müssen wir noch hin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier vielleicht lang, weil wir jetzt fliegen können dahin. Dann machen wir das hier fresh und dann gehen wir dahin und dann gehen wir dahin und dann gucken wir weiter. Aber das alles in der nächsten Folge. Freunde, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf und wenn du Bock hast, dann sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.